Ich betone, dass ich nicht unter Druck gesetzt wurde und auch nicht dafür bezahlt werde, aber Dennis Butz ist natürlich mein Lieblingsspieler. Dennis, ist das okay so? Ja. Ja, ein schneller Schnitt von Essen am Trainingslager hierher nach Nürnberg. Und zwar hinter mir, seht ihr es? Meyer Marketing. Meyer Marketing ist die Firma hinter Meyer Sports. Und Meyer Sports ist die Firma hinter was? Hinter dem geilsten Pad der Welt. Für mich zumindest. Und zwar das 2&1. Das wird von dieser Familie, das ist ein Familienunternehmen, in Europa produziert und von hier in die ganze Welt verschickt. Und was die sonst noch so haben und was es so über die Firma gibt und über das 2&1 zu wissen. Vielleicht gibt es ein paar Neuigkeiten, vielleicht gibt es ein paar News. Wir schauen da rein. Auf geht's. Ich bin Joko. Ich bin Geschäftsführerin und Eigentümerin von Meyer Sports. Servus, ich bin der Noah und ich bin Azubi hier. Hallo Joko, danke, dass ich da sein darf. Ich bin ja heute scheinbar ein spezieller Kunde. Warum? Du bist der allererste B2C-Kunde in unserem Lager. Und zwar beginnt quasi heute mit meinem Besuch hier und mit dem Release des Videos der Fabrikverkauf. Das heißt, wenn ihr in Nürnberg vorbeifahrt, in der Nähe von Nürnberg seid, könnt ihr ab jetzt eure Sachen hier direkt kaufen. Meldet euch via E-Mail, natürlich nur angekündigt, es gibt keinen Shop, aber meldet euch via E-Mail. Dann könnt ihr Xenit, 2&1, Russell und vor allem die Meyer Eigenmarke. Da kommen wir später noch dazu, weil da gibt es ja ganz gut Schmankerl. Das habe ich nämlich schon gesehen. Aber nicht viel reden, jetzt ein bisschen Lager. Ich will mal einen Helm anprobieren, ein bisschen was kaufen, gell? Ein bisschen Geld ausgeben. Jetzt wird uns die Joko uns jetzt hier mal durchs Lager führen und uns zeigen, was hinter. Und das müsst ihr euch jetzt mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin hier in Nürnberg. Das ist hier ein internationales Unternehmen für American Football Pads. Und ich stehe hier in Nürnberg. Das ist ein Familienunternehmen. Die Sachen werden in Italien produziert und in China. Aber das müsst ihr euch mal geben. Made in Europe, beliefert weltweit Footballspieler. Geil, feiere ich. Und das schauen wir uns jetzt an. Das darf man natürlich nicht untold lassen, so eine Story. Joko, was machen wir jetzt? Was schauen wir uns jetzt an? Hier ist ein riesengroßes Lager. Hier sind wahnsinnig viele Kisten. Du weißt, was in den Kisten drin ist? Meistens. Ich sehe da schon Pads. Genau. Sind das Pads? Was sind das? Was haben wir denn da? Wir haben hier das Blackmax Pad. Das ist quasi eine Einsteiger-Variante. Dieses Pad haben wir sowohl für Jugend als auch für Erwachsene. Das ist ein Einsteiger-Pad? Ah, das macht ihr auch? Das ist von euch gemacht? Ganz genau, ja. Ah, wie heißt die Marke? Kann man das mal auspacken? Ich will auch alles auspacken. Ich will überall reinschauen. Die Marke heißt MM. Aha. Das ist so hier. Das für? Ist M. Das kennt man ja, gell? Das Marketing ist unser Firmenname, genau. Und das Pad an sich heißt Blackmax. Ich möchte das Blackmax. Können wir das Blackmax mal auspacken? Ja, ich bin so neugierig. Das ist ein Jugend-Blackmax, oder? Das ist ein Jugend-Blackmax. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich schaue mir das jetzt hier an, das ist ein Jugend-Pad. Das kostet 80 Euro. Das ist schon hier in Deutschland. Ich habe in letzter Zeit kriege ich viel so Temu-Arschloch-Werbung und die verkaufen das viel teurer und das ist in China und das Zeug ist hier schon in Deutschland. Jetzt probiere ich mal dieses Pad an, das ist für Jugendliche. Sehr gut, das Pad passt, glaube ich. Ich schaue mich jetzt selber an, wie die Aufnahme ist. Könnt ihr mich sehen? Das ist ein Jugendpad. Kann man so Football spielen? Auf jeden Fall. Ja? Ja. Kann man lassen, ob oder? Du jetzt ein Pad an hast oder einen Helm, macht auch keinen Unterschied. Schon, oder? Kopf. Also das Jugendpad passt dem Butz auf jeden Fall. Ja. Findet ihr gut, ne? Kauf mir. Aber es kostet 80 Euro, das müsst ihr euch geben. Es kostet aber 80 Euro. Da kann man nichts sagen. Da kann man wirklich nichts sagen. Jetzt schauen wir uns aber mal das Herrenpad an. Also, da kann man jetzt zum Anfangen gar nichts sagen. Da kann man aber gar nichts sagen. Wie ihr seht, hier ist alles dran, was man braucht. Die Straps sind auf jeden Fall sehr, sehr dick und wertig. Das ist alles genietet. Hier vorne hat man einen leichten Strap zum Anpassen. Also, wenn du einen riesen Brustkorb hast, dann hast du auch noch hier richtig viel Platz. Also, das ist ein geiles Pad für 110 Euro. Für 110. Das ist 110 Euro. Natürlich ist das nicht made in Europe, aber es kostet 110 Euro und ist schon in Europe. Was musste ich Geld investieren als 16-Jähriger, um Football zu spielen? Ich habe gar nicht gewusst, ob mir das taugt. Ich bin eigentlich nur noch beim Football, weil ich damals so viel Geld ausgegeben habe. Ich habe gar keinen Bock mehr auf den Sport. Jetzt machen wir in der Tour weiter. Hier haben wir gesagt, das 2&1. Da sind, was ist da drin? Das sind die Westen. Mhm. Ah, okay. Ja, ja, stimmt, genau. Es ist ja 2-Part. Genau. Joko, bitte erklär ganz kurz. Das ist mir wirklich ein Herzensthema. Diese Westen sind made in Europe.
Die sind made in Europe, ganz speziell made in Italy. Mhm. Das heißt, wir lassen sie in Italien fertigen und kommen dann zu uns und dann in die ganze Welt, wie du vorhin schon gesagt hast. Zur Weste wäre noch interessant zu sagen, der italienische Hersteller ist spezialisiert auf Schutzausrüstung für Polizei und Militär und deswegen auch Qualität. Ne? Also der kennt sich aus, wenn es um Schutzausrüstung geht. Jeder, der Football spielt oder der anfängt, ihr werdet es merken bei den Pads, mit denen ihr anfangt, bei den Pads, wo ihr startet, wenn ihr mal irgendwie versucht, eine Deflection oder so, dann habt ihr das Ding hier oben und dann müsst ihr wieder runterziehen und scheiß und wenn ihr fett seid, dann passt eh immer alles nicht und es schneidet ein und was macht das 2-in-1? Nicht all das, was ich gerade gesagt habe, das macht's nicht. Ich habe gehört, bevor wir uns die Carbon-Sachen anschauen, dass es von 2-in-1 jetzt ein ganz neues Produkt gibt, das habe ich vorhin schon gesehen, das ist das absolut süßeste, was ich seit langem gesehen habe, und Dioko, die stellt uns das jetzt vor. Könnt ihr das bitte anschauen? Ja. Gott, ist das süß. Die Jugendversion war. Das ist einfach das Süßeste, was ich je gesehen habe. Ich möchte dieses Pad später anziehen, Joko. Gerne. Ja, machen wir das. Das ist auf jeden Fall. Schaut euch das mal an. Also das ist hier ein Jugendpad. Das ist ein Jugendpad. Das gibt's jetzt für Jugendliche. Das ist so süß. Das liebe ich. Das ist einfach ein Mini-Pad. Ich passe nicht. Ich ziehe das auch später an. 2-in-1, die Qualität hält es aus, ich ziehe dieses Pad an. Das probiere ich aus. Und dann spiele ich mit einem Junior S-Pad. Aber jetzt müssen wir weitermachen. Joko steht schon da und ist ready. Joko, was machen wir denn jetzt eigentlich? Bist du bereit für einen Helm? Ja, sollen wir jetzt mal, eigentlich für das ich da bin. Ich halte hier auch schon den ganzen Tag den Betrieb auf. Die Firma Meier Marketing hat einfach heute nichts geschafft, weil der Butz den ganzen Tag da ist und Scheißdreck redet. Ah, schön. Helme. Joko, was braucht man denn? Also, Xenet, ich habe bis jetzt mein Leben lang immer nur Rydell getragen. Mhm. Ich würde sagen, du probierst jetzt einfach mal unsere drei Modelle an. Ja. Wir fangen an mit einem X2E+. Ja. Und dann machen wir weiter mit einem Shadow. Mhm. Und zum Schluss den Shadow XA. Und so ist auch die Preisstaffelung. Wir fangen mit dem günstigsten an und hören mit dem teuersten auf. Und wir schauen einfach, wie es dir passt. Butz in Gefahr mit dem Helm durchs Meier Marketinglager. Also quasi durchs Helmlager von Xenet. Hier sind ich und der Noah. Aber eigentlich sagt man, hier sind der Noah und ich. Und der Noah, der sucht jetzt gerade rote Face Masks raus für mich. Genau. So, jetzt sind wir hier. Der Noah schraubt jetzt dieses Face Mask dran. Jetzt sind wir mal da. Jetzt ist alles hier ready, wie der Helm, wie ich den einfach aus der Tasche rausholen würde. Und jetzt schlupfe ich da mal rein. Also Noah hat gesagt, ich kann hier richtig dran ziehen. So, jetzt probieren wir das mal aus. Ah, das ist halt das gewohnte Ding, gell? So, zack. Ah, geil, schon. So sind denn da die Löcher. Da genau. Sind die Löcher. Mhm. Und schon fertig. Ja. Willkommen bei der deutschen Nationalmannschaft, würde ich sagen. Also noch nicht natürlich, weil ich bin ja noch im 60-Mann, gerade also im Team Red. Ich muss mich dieses Wochenende quasi jetzt beweisen. Wenn dieser Abschnitt des Videos fertig ist, dann seht ihr mich wieder Blödsinn machen bei der Nazio. Ich bin gespannt, wie es läuft, aber mit so einem gescheiten Helm kann nichts passieren, gell? Wirklich nochmal ganz kurz Abschluss, dass der Helm gut ist, aber jetzt habe ich eine Frage. Passen da diese ganzen klassischen Visors auch an? Ja, also du kannst jeden klassischen Visor an der Bar hier unten aber festmachen. Mhm. Hier oben hast du auch genug Platz. Die gehen ja immer oben ein bisschen höher. Kriegst du auch durch. Also kannst fast jeden Visor mit auf den Helm auch oder mit auf die Maske montieren. Aber jetzt brauchen wir, was brauchen wir jetzt? Das brauchen wir auf jeden Fall, der 2-in-1. Weil jetzt will ich diesen ultimativen Test machen. Weil seht ihr das hier? Das ist immer noch Nacken-Challenge-Space. Das ist geil. Und das will ich, das ist so gut. Das ist ja so gut. Jetzt sehe ich auch mit Pad, ob es regnet oder die Sonne scheint. Das sehe ich ja. Ich muss immer so schräg hochschauen. Geil. Gefällt mir. Jetzt Pad anziehen. Jetzt haben wir hier die klassische 2-in-1-Weste. Nur erklär was zu dieser 2-in-1-Weste. Das allergrößte positive Teil an der Weste ist eben, dass sie überall am Körper anliegt und du dann nicht das Gefühl hast, du hast ein Shoulder-Pad an. Mhm. Sondern du ziehst es an und hast das Gefühl, du hast nochmal so ein Sportoberteil, ein eng anliegendes Oberteil nochmal an. Stimmt. Und kannst dich bewegen in alle Richtungen. Dann nur erklärt jetzt weiter und ich ziehe da aber schon. Genau, mal. Du hast spezielle Polsterung innen drinnen, damit eben der Impact gut aufgenommen werden kann und auch schön verteilt werden kann. Wobei, wenn du jetzt so natürlich in Kontakt gehst, geht der Impact auf einen Punkt und kommt sehr konzentriert auch wieder durch. Mhm. Dafür brauchen wir dann die Schale. Mhm. Da kommt der Impact konzentriert drauf und wird auf die Fläche verteilt. Gut, jetzt setzen wir hier die Plastikschale auf. Genau. Das ist übrigens Polyethylen.
ich sage immer Plastik, aber das ist, entwertet einfach dieses Produkt. Einmal vorne anlegen. Es ist Polyethylen. Also Kunststoff. Und ja. Einmal nach hinten runterziehen und das Stück hier gerne einmal zumachen. Das läuft alles übrigens hier über diese, ich weiß nicht, ob man es sieht hier, noch mal ganz kurz aufmachen hier, sind so Velcro-Streifen und da saugt sich das alles fest. Jetzt hauen wir hier das rein. Und ihr müsst es sehen, das ist ein LXL. Ich wiege aktuell 143 Kilo und es ist ein, also heute gewogen, ein LXL. So. Ja. Und jetzt kommt noch der Xenet-Helm. Ich bin ja so gespannt jetzt auf diesen Xenet-Helm. Hast du da rumgespielt, Noah? Nee, aber du musst noch nicht aufziehen. Boah, du hast doch da rumgespielt. Der wollte mich schlecht ausschauen lassen vor der Kamera. So. Jetzt hat... Ich schaue ja schon richtig im Deutschland-Modus aus, gell? Sag mal, schon richtig im Nazio-Modus. Wenn ich jetzt noch so spielen würde, wie ich ausschaue... Dann würde ich es auch in den 45-Mann-Kader schaffen. Das hängt halt jetzt an meiner sportlichen Leistung, gell? Weil Equipment ist halt auch nicht alles. Geil. Also die Kombination ist super, Hals ist frei. Der Helm hat wahnsinnig viel Gewicht, wenn du ihn in der Hand hast, aber wenn du es auf dem Kopf hast, fühlt sich, also es verteilt sich schön und es fühlt sich sehr stabil an. In Kombination mit dem 2-in-1-Pad, Xenet-Helm, erster Mal, eine runde Sache. Jetzt zeige ich euch mein Pad. Das hier ist mein Pad und das hier ist einfach mein neues Lieblingspad. Und zwar ist das ein S2-in-1 Junior Pad. Schaut euch mal den Unterschied hier an. Gott, es ist süß. Es ist so süß. Das ist einfach das süßeste Pad auf der ganzen Welt. Ich liebe es einfach. Schaut euch das an. Das ist sehr traurig. Kann man das aufbiegen? Ich habe gerade ein Junior S-Pad an von 2-in-1. Die gibt es seit diesem Jahr neu. Und vor mir habe ich diese S-Weste. Ich finde das so geil und ich finde das alles so süß. Deswegen habe ich mich jetzt spontan dafür entschieden, wenn du ein Footballspieler bist, Footballspielerin, und du brauchst ein 2-in-1 Junior S und die Shell dazu, dann schreib mir jetzt in die Kommentare oder in dem Fall deine Eltern, schreib rein, ich gebe eins aus, weil das ist ja wirklich, also bitte, wer dieses Pad braucht zum Footballspielen, ich will das sehen. Ich will das sehen, wie du den Helm aufhast. Das ist so süß. Bitte kann es jemand sagen. Ich würde es einfach gern mitnehmen und mir einfach in die Wohnung hängen, weil es einfach süß ist. Das ist einfach, ich zeige euch jetzt auch gleich mal nochmal den Unterschied zwischen den beiden Westen. Die stelle ich jetzt dahin. Nochmal, wenn du dieses Pad brauchst, schreib in die Kommentare oder deine Eltern sollen in die Kommentare reinschreiben, weil du kannst noch gar nicht YouTuben. Deine Eltern, schreib in die Kommentare rein, ich gebe euch so ein Pad aus, weil das, ich will sehen, wer das tragen muss. Das ist das Süßeste, was ich je gesehen habe. In diesem Sinne, hier zeige ich euch jetzt, wie das ausschaut. Könnt ihr es anschauen? Das ist eine S-Weste und das ist meine Weste. Das ist der Wahnsinn! Ich habe mich entschieden, was war es natürlich? Der teuerste Helm, wie immer. Qualität hat seinen Preis, aber das Ding ist auch alles wert. Ich werde ihn jetzt testen. Ich bin ja noch nicht sicher in der Nationalmannschaft. Jetzt geht es nämlich gleich in der nächsten Szene geht's wieder weiter mit dem Training. Und da werde ich alles dafür tun, dass ich in den 45-Mann-Kader komme. In diesem Punkt sage ich ja danke für diese tolle und ausführliche Führung. Sehr gerne. Von eurem Unternehmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gesehen und gelernt. Ich hoffe, auch ihr konntet einiges mitnehmen und habt ordentlich... hier euch einen Eindruck verschaffen können über diese geile Marke. Wenn ihr auch was braucht von Xenet oder von 2-in-1, dann meldet euch hier bei welcher E-Mail-Adresse? info@maya-sports.de. Macht es. Wichtig ist sports.de, aber es wird natürlich hier unten eingeblendet, weil beim ersten Mal habe ich Sport eingegeben, da kommst du irgendwo hin. Sports. Hier nochmal eingeblendet, wenn ihr was braucht, weil ab jetzt gibt's Fabrikverkauf. Ihr könnt quasi hier als Endkunden eure Sachen beziehen. Lasst euch das nicht entgehen. Die Joko und der Noah sind immer gerne für euch da, aber haltet sie nicht so lange auf wie ich. Für einen schwindeligen Helm war ich jetzt 3,5 Stunden hier. Sollte dann doch schneller gehen. Sucht eure Sachen vorher aus, meldet euch an, weil hier kann man nicht einfach vorbeischauen, hier gibt es keinen Shop. Aber ihr könnt euch anmelden, ihr könnt E-Mails durchschreiben und dann könnt ihr hier einen Termin ausmachen, könnt vorbeikommen und euer 2-in-1-Pad direkt anprobieren. Müsst ihr nicht bestellen, hin und her schicken. Wenn ihr im Umkreis von Nürnberg seid, macht es. Jetzt geht's in die nächste Szene, weil ich muss jetzt natürlich mit meinem neuen Helm ordentlich Gas geben und trainieren und mich in den 45-Mann-Kader kämpfen.
Ja, da sind wir. Aus Nürnberg nach München. Warum in München? Weil ich hier bei Marvin Rutsch bin und muss jetzt mit dem Auto hier in dieses Loch da hinten reinfahren. Da bin ich jetzt mal selber gespannt, wie ich das mache. Ich stelle jetzt mal die Kamera auf. Dann wird vielleicht auch Marvin Rutsch ein bisschen rumlaufen. So. Kamera. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Sie werden jetzt gleich sehen, Dennis Butz hier 7-mal versucht, hin und her zu zickeln, um mit seinem SUV in meine kleine Garage zu kommen. Und wenn er es nicht schafft, bin ich schuld. Deswegen, sonst werden es anstrengende 7 Stunden. Geschafft, jetzt geht's ins Auto. Hallo, wir sind angekommen. Ja, der Marvin hat keine Laune. Er hat am Arsch der Welt geparkt, alle erstmal. Jetzt gehen wir dahin zu unserem Hotel. Sind viel zu spät dran. Ich weiß nicht, wie viel ich filmen kann, weil wir eigentlich seit 20 Minuten Meetings haben. Hier ist unser Hotel, Merkur Hotel in Ratingen. Guter Schuppen. Was den aber so richtig gut macht, ist das da drüben. Das goldene M. Bitte sagt mir, wenn es nicht so ist, aber ein goldenes M ist immer so ein Zeichen von Heimat, weil da weiß man, was man kriegt. Wenn das irgendwie im Firmament auftaucht, fühle ich mich immer wohl. So, wir sind jetzt mal da und ich muss jetzt da mal ins Meeting reingehen. Also die Kamera mache ich erstmal aus. Hier gehe ich jetzt rein. Das ist nämlich schon alle. Und jetzt wieder rausgeschickt aus dem Raum, weil wir einen Covid-Test machen müssen. Ich gehe jetzt Covid-Test machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Das kennt man ja schon lange nicht mehr. Covid-Tests. Jetzt werde ich hier Covid-testet. Der Marvin, der hält jetzt mal die Kamera und filmt mich, wie ich hier Covid-testet werde. So, ich muss jetzt noch ein bisschen warten, bis der Corona-Test fertig ist. Hinter mir ist der Marvin, der Seuchenvogel, der hat mich angesteckt, wenn ich Corona habe. Ich hatte davor nämlich noch keins. Aber anscheinend ist Corona auch im Jahr 2024 noch aktuell. Ja, aber es ist schon gut, weil jetzt kommen da hier 60 Leute aufeinander aus ganz Deutschland. Gerade jetzt aus dem Süden, alle Oktoberfest, dies, das. Da ist es natürlich schon besser, wenn man sowas testet. Langer Instagram-Streit mit meinem Coach, Gerrit. Um was geht's? Es geht darum, dass es Berliner heißt und nicht Krapfen. Butz sieht das aber anders. Und wir machen jetzt Schere, Stein, Papier darum. 1-0. 2-0. 3-1. 3-1. Sag, wie es heißt. Ich bin ein fairer Verlierer. Der Gerrit sagt dazu Berliner. Und Butz auch ab jetzt. Ich sag heute Berliner dazu. Danke. Ja, guten Morgen. Gestern habe ich leider nicht mehr gefilmt. Super wahnsinnig leid. Aber da war dann so viel los, also der gestrige Abend hat geendet. Wir hatten Meetings, da hatten wir Special Teams Meetings, dann hatten wir Defense Meetings, dann hatten wir kurz noch D-Line Meetings und dann war schon Feierabend. Aber dann wisst ihr, dann ratschen hier, dies, das mit den Leuten und dann war es auch schon wieder Zeit fürs Bett und die Kamera war aus. Aber jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Bevor ich even fucking seen a CD, cross the wrong line, you gon' need a treaty, peace is a lie, there is only passion. So, und das gibt's heute zum Frühstück. Dieser Milchreis, der war letztes Jahr schon legendär. Das gibt's jetzt, ich hau mir das jetzt rein. Und ganz wichtig, mit diesen Worten verabschieden wir uns und sehen uns im Meeting, oder? Ja. Also Meetings sind jetzt fertig. Und jetzt gehen wir aufs Feld raus. For my little ones, my real ones, for people trying to feel some, for all the bridges burned along the way and how we still run or still swim, even though we underwater, never hit the kill switch and overcome like everything. Ja, nachdem ich nicht so schlau bin, habe ich jetzt mein Jersey im Hotel vergessen. Glaubst du das? Das ist Wahnsinn. Ich bin so ein Volldepp. Aber hier ist für alles gesorgt. Der Andi, der ist jetzt hier im Schloss, weil ich mein Jersey vergessen habe. Aber der macht es. Andi, bester Mann. Morgen, XXL.
Ja, nehme ich gleich das, dann hast du Ruhe, fertig. Danke dir, Andi. So, jetzt gehe ich gleich mal zum Klaus und melde dem Klaus, dass ich ein neues Jersey habe, und zwar die 90. Dann ist es auch erledigt. So, ich muss mich jetzt helfen, wir fangen gleich an, wir sehen uns danach. Später. Wir hatten jetzt gerade Training, verdammt langes Training. Und sind jetzt hier beim Fototermin, Jersey-Ausgabe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast nichts mehr. Ja. Bist du zufrieden mit der Größe? Wow, das ist schon groß. Groß, wa? Wow, das ist schon mies groß. Aber probieren wir aus. Ich glaube, ich nehme dann XS. Also jetzt nochmal zur Zusammenfassung. Wir hatten jetzt Vormittagstraining. Es war so eine Hektik. Ich konnte weder filmen noch sonst irgendwas vorm Training. Jetzt noch essen im Auto schnell. Jetzt Fototermin, aber danach. Nach dieser ganzen Geschichte ist ein bisschen Ruhe, da wird in Ruhe gegessen. Und da werde ich mir ein paar Leute hier schnappen und für euch interviewen. Und später zeige ich euch nochmal diese geile Facility von der Cynthia Cardinals. Es ist einfach geil hier. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Jetzt machen wir erstmal Fototermin. So ist es nämlich. Das ist genau das Statement, was jetzt hier richtig ist. Gerald Amen. Hallo, Nick. Ich bin Papi. Can you give me a call? Thank you. Bye. Last night was the last time that I saw you. My lifeline every time that I. Ich habe natürlich nicht zu viel versprochen. Jetzt ist Pause bis 15.45 Uhr, also noch eine Stunde und 15 Minuten. Ich sitze hier mit Sven Breitenbach und Benedikt Engelmann. Wir fahren jetzt wohin? Wo fahren wir denn hin? Wir fahren in den Supermarkt, ja. Und holen uns etwas zu naschen. Snacken. Sehr gut. Jetzt gehen wir zum Kaufland. Geil, da waren wir letztes Mal auch schon. Ja, genau. Was ist das? Was machen wir hier? Was haben wir hier? Aber Sven, das ist nur für die Kamera. Der holt sich gleich einen Bubble Tea. Sven, holst du einen Bubble Tea? Ich habe actually noch nie getrunken, um ehrlich zu sein. Doch, ist lecker. Das sind Tapioca-Perlen, glaube ich. Das schmeckt ganz süß. Also, ist ganz. Also, nein, danke. Ja, ich kann es schon trinken. Nee, muss ich sagen. Schau mal, da gibt es auch einen Plastikstrohhalm noch dazu. Das ist mein Vibe. Hast du jetzt einen Bubble Tea geholt? Ja, weil da ist so ein süßes Ding drauf. Nur wegen diesem Ding, wegen dieser Zitrone. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner macht. Hinein ins Camp Life Feeling. Hinter mir wird hier geredet, wir haben gut eingekauft. Und jetzt geht's wieder zurück in die Unterkunft. Da werde ich bestimmt noch ein bis zwei Sachen sagen. Und mit ein bis zwei Leuten reden. Und dann sage ich euch eins, dann lege ich mich hin. Willkommen zum Mittagsschlaf mit Real Boots. Ich und mein Kompagnon da drüben, der Nils, wir haben ein 45 Minuten Meeting und werden jetzt kurz mal Schönheitsschlaf einlegen. Und wir sehen uns natürlich danach. Für euch ist es wieder nur ein Szenen-Swap. Bis gleich. Wir sind hier am Trainingsplatz, die zweite Einheit. Gott sei Dank nur in Jersey und Helmets only. Hier wird sich schon gefröstelt. Hier sitzt die Gang. Ihr Search, Alter. Aber jetzt filmen wir erstmal den Platz. Schaut euch mal diesen Platz hier an. Wie geil ist dieser Platz? Hier, schaut doch mal das an. Ascendia Cardinals, einfach was für einen geilen Platz haben die. Ich bin jedes Mal immer wieder so begeistert, wenn wir hier sind. So, wir müssen jetzt wirklich trainieren. Ich möchte euch immer so viel zeigen, aber jetzt muss ich echt trainieren. Tschüss. So, jetzt habe ich hier meinen Burger. Natürlich, wie immer, Real Boots, bevor es geht ums Essen, nur auch hier der Burger probiert werden. Nach einem langen Tag und jetzt die letzte Einheit im Kalten, habe ich natürlich die Hälfte schon gegessen und habe es nicht erwarten können. Das ist ein Cheesy, ein geiles Bun. Ein gutes Patty. Und die Krönung ist ein Gurkenrelish da drauf mit Mayonnaise und Ketchup. Ich weiß, ihr hasst mich, aber es geht voll klar und schmeckt geil. Das werde ich mir jetzt gönnen. Und wir sehen uns natürlich wieder im Hotel. Und wir haben dann Meetings. Und dann gehen wir heute früh ins Bett, weil wir morgen wieder früh aufstehen. Bis gleich. Guten Morgen. Der ist hier schon wach und macht Action. Er hat hier schon gefrühstückt. Ich bin gerade aus dem Bett gekrochen. Ich bin viel zu spät. Gehen wir auch gerade zum ersten Mal zum Frühstücken? Naja, jetzt doch bitte die letzten 5 Minuten vom Meeting ausnutzen. Ja. Kurz ein paar Carbs loaden vom Training. Mhm. So, Frühstück ist fertig. Jetzt haben wir ein Defense-Meeting.
Machen wir ein Defense-Meeting. Machen wir. Die liebe Lea hier neben mir, die hat sich heute bereit erklärt, für den zweiten Camp-Tag die Kamera zu übernehmen, während das nicht da draußen tanzt. Lea, Hi. Ich übergebe jetzt an dich. Die Lea ist die Social Media Verantwortliche für den AVD, für die Nationalmannschaft. Und die wird heute schöne Bilder einfangen, wie wir da draußen Action machen. Wahrscheinlich. Bis gleich, Lea. Viel Spaß. Zwei, drei. Oh, das letzte Turnier der Nationalmannschaft ist jetzt schon 7 Jahre her. Das waren die World Games in Breslau. Wir haben damals legendär die USA geschlagen. War auch ein knappes Spiel. 14-13 ist, glaube ich, ausgegangen. Haben dann leider im Finale verloren gegen Frankreich, aber hatten auch eine coole Truppe damals, gute Stimmung, war ein schönes Turnier. Und dann hat es wirklich jetzt 7 Jahre gedauert, bis es wieder losgeht. Ich bin unfassbar aufgeregt. Was macht die Nationalmannschaft jetzt aus? Also ich finde, dass man einen guten Spirit spürt. Die haben alle Lust, die sind willig, die sind heiß aufs Spiel und sind wirklich heiß drauf, Deutschland zu vertreten. Ich finde, dass die Stimmung wirklich exzellent ist. Da ist kein Gebitsche, da ist keine Unstimmigkeit. Das ist so auch unitübergreifend, was ich sehr angenehm finde. Und das ist mir sehr positiv aufgefallen. Jetzt filme ich mal hier noch ein bisschen auf dem Feld, wie die Jungs sich alle fotografieren lassen. Ich muss jetzt das Foto machen. Das sind echt viele von der Search, gell? Das ist alles Search. Das ist ja geisteskrank. Geh mal weg jetzt! Digga, 13 Spieler von Search, Alter. Germany! Deutschland! Das ist ja unnötig, Mann. Ja, Camp ist jetzt vorbei. Jetzt holen wir unser Lunchpaket. Das sind 2 Semmeln, so wie ich mitbekommen habe. Und 2 Joghurts. Und 2 Joghurts. Und 2 Cornies. Und 2 Eier vielleicht. Oh ja, stimmt. War ein gutes Camp. Ja. Hat Spaß gemacht mit dir. So, jetzt habe ich hier den Head Coach, meinen alten Coach aus Tirol, Coach Schuhan. Hi. Hi. Wie war das Camp? Anstrengend, wenig Schlaf, aber hat tierisch viel Spaß gemacht. Wir hatten hier 60 Mann im Camp und in den nächsten 24 Stunden müssen wir sozusagen den letzten Cut machen, um dann den 45-Mann-Kader, den Goldkader zu nominieren für England. So, zum Abschluss gibt es natürlich immer ein Lunchback hier, dass wir was für die Fahrt haben. Und da möchte ich nur mal vielen, vielen, vielen Dank sagen an alle Verantwortlichen und alle Betreuer und alle, die da waren. Vorne, das sind ja Cardinals, dass wir euren Platz benutzen dürfen, dass wir essen dürfen bei euch. Das Barbecue gestern war wieder grandios. Hier ist so ein Lunchback. Hoffentlich mit Ei und Salz. Ich hole mir jetzt auch mal ein Lunchback. Und dann, ja, dann war es das. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war Nationalteam Camp im Oktober 2024. Ich hoffe, wir sehen uns beim Auswärtsspiel in England. Wird am Dienstag noch bekannt gegeben. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Nachmittag, Tag oder Abend. Ich fahre jetzt gemütlich nach Hause. Wir sehen uns beim nächsten Mal.